Und willkommen zurück hier bei Factorio. So, gib mir mal bitte her etwas Metall. Komm, also, da habe ich schon ausgekrabbelt. Ah, ich entsinne mich. Ja. Wir brauchen nämlich noch einen zweiten Ofen. Mhm. Da. Sehr schön. So, wir brauchen mehr Öfen sogar. Stimmt, da passen ja 200 rein, aber ich brauche ja alleine 60 schon für ein Warehouse. Und danach kann ich erst das so bauen, wie ich es will. Oh yeah. Okay, was machen wir so lang? Gute Frage, nächste Frage. Eisenklauen. Meine Rüstung ist in Arbeit. Die da unten brauchen halt nur ewig lang. Könnten Fabriken bauen. Können wir nicht, weil ich Holz brauche. Da war ja was. Das ist kein Wald. Nee, das sind nur Büsche. Da oben? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe ja gar keinen Wald. Ich war ja nicht so dämlich und hab da den Wald getötet, oder? Na, da oben ein bisschen. Okay, sehr schön. Ich muss ein bisschen vorsichtig umgehen mit der Ressource Holz, merke ich gerade. Hm, interessant. Das könnte recht früh zu einem Problem werden. Na gut, ja doch, ich habe noch eine Axt, gut. Ja, ja. Übertreib mal nicht so, ne? Das sind noch genügend Bäume, sehr schön. Das wäre es jetzt gewesen. Keine Bäume in der Nähe. Das wäre fies. Echt fies. Hier oben sieht es zumindest, was es alien-technisch angeht, recht gut aus. Ja, dafür haben wir unten eine Riesenbasis, die dann größer wird und bessere Aliens kommen und stärkere Aliens. Dann überrennen sie mich, machen alles kaputt. Ich kann es schon richtig förmlich vor mir sehen. So. Das sollte lang, oder? Noch ein bisschen. Nein, ich will nicht irgendwelches Erz abbauen. Was ist das? Blei? Yep. Brauchen wir nicht. Noch nicht. Wobei, so lange wird es nicht dauern, bis ich auch das abarbeiten muss. Herrlich. Okay, mach mir einfach mal die 10 Stück da. Holz haben wir über. Okay. Hier gibt es eine super geile Möglichkeit, dann Holz zu züchten. Zwei Türme. Ja, die Angriffe hier unten könnten haarig werden. Mach mir lieber nochmal so einen Turm. Da haben wir nochmal 40 Eisenplatten. Das sollte jetzt weniger das Problem sein. So, holen wir sie da raus. Dann geht es ein bisschen fixer. Munition habe ich noch ein bisschen in der Tasche. Das ist gut. Habe ich ein Reparaturpack? Haben wir. Sehr schön. Hat zumindest gescheite Reparaturpacks hier, ey. So, festankern, festankern. Wo ist der Turm gelandet? Ach, der ist noch im Bau. Okay, ich hab's verstanden. Ja, nicht die Fabriken sind das Problem. Ich schnösel, ne? Es sind die hier das Problem. Einfach zu wenig. Okay. Alles kein Thema. Kriegen wir hin. Schön ist, ich krieg zumindest einigermaßen gut die Erfahrungsbubbel. Wobei mir die Toleranz ein bisschen zu hoch ist. Ich greife mir zu oft an. So, wie viel Stahl kriegen wir zusammen? Sehr gut. Das heißt, ich kann, wenn ich 100 Eisenplatten habe, hier oben den Bau finalisieren. Yay! Sehr schön. Danach können wir ins Eingemachte gehen, einigermaßen. So. Das heißt, ich kann hier oben eigentlich schon mal direkt abreißen. Das ist gut. Das weg. Das weg.
weg. Den mal wegmachen. Hier alles weg. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil dann die Forschung wieder schläft. Aber okay. Dann darfst du weg. Das wird alles angepasst. Ich muss nur überlegen, auf welcher Seite ich das mache. Das wird ein bisschen kompliziert. Im Kopf habe ich es schon so einigermaßen, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das so klappt, wie ich es will. Eher nicht, ne? So, danke. Autosaves, wenn ich das nächste Mal dran denke, etwas weiter raufschrauben. Die sind mir ein bisschen zu... Anfangs geht's noch, aber später ruckelt das dann halt etwas enorm. Das ist, was mir noch nicht gefällt. Okay, der Plan ist jetzt einfach der. Ich brauche für viele Produkte dann einfach dann auch die Kohle weiter unten. Und Eisenplatten. Einmal hier rüber, um Stahl dann zu produzieren. Wobei hier in der Line soll nochmal Eisen gemacht werden. Dass wir Eisen beidseitig dahin bekommen. Im eigentlichen Sinne, ihr dürft gerade mal aufhören zu funktionieren. Wie wär's denn damit? Schon mal ganz gut, ne? Nur dass die Öfen hier von der Ausrichtung nicht passen. So, das heißt also hier und hier hin. Ja, so, die Öfen dann dementsprechend. Und die Stromteile da. Kann man eigentlich ja so hinmachen, ne? Das würde sogar passen. Sehr schön. Und dann später sind ja die elektronischen da, aber die Kohle soll in der Mitte zumindest weiter nach unten gefördert werden. Du musst eins weiter rüber. Okay. Dann hätte ich das zumindest. Die Kohle wird dann da oben nochmal getrennt, kommt dann da runter und da drüben für Kupfer. Das heißt... Ich brauche dieses Gebäude so. Das ist nämlich jetzt das Einzige, was so ein bisschen kompliziert dran ist. Na, nicht wirklich, ne? Ich muss ja die... Das nochmal eins weiter runter. So, haben wir gleich. So hin. So, also sprich, die Kohle läuft hier lang, das Eisen hier lang. Dann machen wir das gleich unterirdisch. Da langt ein einfacher, das ist das Gute daran. So. Und dann geht das hier rüber. Ich glaube, vom Abstand her langt mir das nicht. Wirklich, nee. Machen das gerade noch 1, 2, 3, 4, 5. Machen das dahin, dann haben wir da ein bisschen Platz noch nach oben hin. So ist dann, gefällt mir die Geschichte vielleicht besser. So, falls da oben mehr Eisen dann rangeschafft werden muss, was hundertprozentig der Fall sein wird. So, dann haben wir also hier den Teiler. Dann das Unterirdische. Na. Und dann kann das nämlich hier rüber zu laufen für Stahl in Zukunft. Und dann kommt das Stahl eben oben dran hin und kann dann irgendwo da runterlaufen. So, das Wichtige ist jetzt allerdings, dass ich hier dran denke, das wird so nicht passen, also musst du Schluss letztendlich so laufen. Hier unten herrscht mal Ruhe, ne? Da werden wir unten mal so einen kleinen Verteidigungsplot hier aufbauen, irgendwann. Nicht nur irgendwann, sondern recht nahe, zeitnahe. Am besten so. Du kriegst die Munition mal. Ich brauche jetzt noch mal ein paar Teiler. Na, komm. Die machen wir einzeln. Denn hier oben...
Ich bräuchte vielleicht auch ein paar Bänder noch dazu. Sprich, ich muss es doch dann gleich noch eins weiter runtersetzen. Das ist jetzt aber kein Problem, dass wir hier von zwei Seiten nämlich reinkommen in das Gebäude. So, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das war immer noch eins zu wenig. Okay. Machen wir das Gebäude dahin, den Knicker hin. Sicherheitsweise machen wir den Knicker dahin. So. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die beiden da rein arbeiten können. Das gefällt mir nicht so ganz. Okay, sie können beide reinlegen. Das ist das Wichtigste von allen. Einmal hier, einmal hier rein. So. Das sieht jetzt ein bisschen wild und komisch aus, aber das ist durchaus so gewollt. Nämlich, wir gehen hier und hier wieder raus. Lassen wir das hier am besten. Das ist ja eigentlich dann fast schon egal. Ich kann ja auch mit halben arbeiten. Was mir nicht gefällt, ist, dass da unten jetzt natürlich das Öl ist. Auf der einen Seite, ich bräuchte nur das Öl dort oben. Aber von hier aus soll er schon mal nach da drüben gehen. Da soll ja die Produktion dann weitergehen. Das heißt, ich brauche an irgendeiner Stelle dann da. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier überhaupt den Strom überhaupt so weit angeschlossen bekomme. So, das ist das Wichtigste von allen. So und so. Okay. Da wäre es halt mittendrin. Naja, gut, okay. Das werden wir mal übersehen. Wenn ich die größeren Poles habe, ist es eh egal. Dann überschneidet sich das eh wieder. So, und die Kohle kommt dann eben hier runter. Ein Abstand lassen dazu. Und Schluss letztendlich muss dann das Kupfer. Ich kann es ja gleich mal weiterlaufen lassen. Oh, mehr Fließbänder. Viel mehr Fließbänder. Das hat halt jetzt den Vorteil, ich kann einfach hergehen, wenn ich Eisen brauche, kann da mal reingehen und dann rauskrabbeln und habe dann auch immer einen schönen Puffer. Und später sind die ja dann auch mit dem Netzwerk kompatibel. Wenn wir dann schnellere Knickarmroboter brauchen, können wir die immer noch ersetzen, hier diese einfachen. Das da hier funktioniert nicht, das muss uns weiter. Und dann beim Raus halt eben dasselbe, das müssen wir hier und hier noch voll knallen. Wird schon werden. Was natürlich schöner aussehen würde, wäre, wenn die beiden Gebäude auf einer Höhe wären. Würde ich glatt mal behaupten. Es eilt ja nicht. Jetzt machen wir mal da oben gerade das da hier fertig. Da soll jetzt Stahl produziert werden. In Zukunft. Das heißt, wir bräuchten mal. Wie viele sollen wir machen? Oh, was? 6, 8, 9, 10. Komm. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Und wir brauchen so oder so später sehr viel Stahl. Also von daher ist es im eigentlichen Sinne wirklich vollkommen egal. 10, 20, 10, 10. So. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Sehr schön. Das heißt, ich könnte hier oben Eisen und Kohle. Dann kann man da nämlich das Eisen noch weitermachen. Das ist der Sinn dahinter. Da drüben Kohle. Und deswegen eigentlich hier rüber zu, weil ich dann einfach hier weitere Schmelzbereiche hier so rüber zu anordnen kann und dann sagen kann, okay, die einzelnen Ressourcen kommen da rüber. Also das Öl dort vorne, das ist passé. Dadurch, dass ich von hinten rein. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das andere wird versetzt sein müssen. Da komme ich nicht drum rum. Leider. Aber das kann ich ja weitaus höher ansetzen.
Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich MG-Türme brauche. Das ist immer das Problem, wenn man so lange Produktionszeilen hat. Ne? Mach mal dahin. Sehr gut. Die Dinger halt jetzt reparieren. Also das mit den Aliens beginnt schon früher nervig zu werden als geplant. Kann man das planen? Nein, kann man nicht. So. Liebes Ding. 1, 2. Ne. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Warum habe ich einen über? 2, 4, 6, 8. Blöd. Ich? Sein? Das kann sein. Mach mal weg da. Das braucht doch keiner mehr. Vorerst. Ich kann ja trotz alledem schon mal setzen, ne? So. Der kann weg. Das heißt, hierhin. Was mit den Öfen wird noch lustig werden. Rein, 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 rein. Mit raus spare ich es mir. Das dürfte jetzt eigentlich selbstredend sein. Ich hoffe, ich komme da oben nicht. Na, es langt. Supi. Schlussendlich könnte ich den Stahl dann auch gleich mal da rein friemeln. Ja, dann machen wir das doch tatsächlich so, dass wir da rüberfahren. Oder ich mache das Eisen als, nein, das als, dann komme ich trotz alledem da unten in die Bredouille. Langt mir eigentlich eins frei? Ich muss ja dran denken, ich muss ja hier einmal, nach aus, ich muss das am Kupfer abmessen. Dann, ja, wobei eigentlich hier habe ich jetzt die Messlatte, ne? Ich muss halt rechnen einmal. Hier dann. Für die Kohle. Und da. Das heißt, hier muss ich Kupfer irgendwie rankriegen dann am Ende. Schwierig. Dazu bräuchte ich jetzt erstmal Stahl. So viel Stahl fehlt mir gar nicht, sehe ich gerade. Ist ja machbar. So. Rein, 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 rein. Da rein, da rein. Ah, verklickt. War typisch, war zu erwarten. Dieser Fehler war vorbeherberechnet. So einfach ist die ganze Angelegenheit. So und so. Jetzt ist die Frage, wie will ich raus? Dann wäre Kupfer da, dann wäre das Stahl. Das heißt, hier wird es schon ein bisschen voll. Ich habe noch nicht mal die anderen Ressourcen alle da, die ich bräuchte. Eins, zwei. Unterirdische bitte. Noch mehr Fließbänder. Hier darunter. Ach, da waren noch welche. Okay. Oder hat er die gerade so schnell gebaut und ich habe es nicht gecheckt? Wenn ich zählen kann, ist klar ein Vorteil. Weg, weg, weg. So, mach mir. Von da nach da. Und dann werde ich den Schmelzbereich eher nach oben hin ausweiten, weil wenn dann die größeren Teile kommen, wäre das wichtig. Stahl bekommt keine eigene Lagerhalle, weil einfach Stahl. Hallo. Warum sollte ich für Stahl eine eigene Lagerhalle bauen? So, gib mal her. Sollte langen. Auf der anderen Seite. Bin ich am Überlegen gerade. Warum eigentlich nicht, ne? Für alle Ressourcen dann so das zu machen. Fertige Produkte, zumindest Kohle ist jetzt
Scheint ein bisschen übertrieben, aber Stahl, ja, Stahl darf sich gerne stauen, aber man braucht es ja dann auch früher oder später mal. Wobei ich mir gerade beim Stahl echt nicht immer über... na gut, aber dann verbraucht er mir hier drin das Ganze. Nee. Nee, ich lass das mal so. Wenn ich das jetzt so mache. Ich glaube aber, so sieht es halt besser aus, ne, wenn das alles auf einer Linie ist. Das heißt, ich müsste das dann hier unten ein bisschen anpassen. Perfektionismus ist echt kacke. Das ist nicht perfekt, ich weiß. Stopp. Gib mir mal Knickarmroboter. Einfache. Das ruhig mehr bauen. Bin immer noch angeschlagen von Fasching. Das gibt's ja gar nicht. Na gut, es hat aber auch so dermaßen geregnet. Um es jetzt mal nett auszudrücken. Das war nicht mehr feierlich am Ende. So. Das war echt schlimm. Wie viele haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So viele? Wow. 2, 3, 4. Komm, mach schneller, Junge. Stell dich mal nicht so an. Du kannst es doch. Ich weiß es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann passt das so. Genau, diese eine Ecke da oben. Und natürlich den Strom so anschließen. Ist jetzt so die Frage, so gefällt mir das halt besser, ne? Also gut, Kommando zurück. Lass uns anders draus laufen. Ah, wäre ja auch zu einfach gewesen. Halt, stopp, das hätte ich jetzt sparen können. Machen wir so. Und dann machen wir das hier wirklich so zusammen. Dann haben wir das eigentlich schon auf beiden Seiten. Dann habe ich damit schon mal keine Probleme. Sprich, hier dann ebenfalls das Gerät an das da. Dann so. Noch mehr davon. Davon kann ich ja Gott sei Dank einige bauen. Yes. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Es wäre schöner, wenn der Alarm nicht aufploppen würde. Dann wüsste ich zumindest, dass die out of range sind. Ja, da kommen aber auch ein Haufen Viecher an. So ganz schön ist das nicht. Alter! Warum habe ich jetzt eigentlich nicht geschossen? Fand er das überflüssig? Doch, geht doch. Was hat er denn? Ja, um die Basis da unten müssen wir uns kümmern. Komme ich nicht drum rum. Ja gut, jetzt erstmal hier die Verteidigungstechnik machen. Jetzt erstmal den Scheiß hier machen. Nur weil ich es jetzt unbedingt hübsch haben will. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich halt nur 5 mache, dann wird es besser klappen mit den Poles, ne? Also du weg, du weg, du weg. Dann machen wir das so. So, weg. Jetzt wird es da nicht ausgehen, passt auf. Ich wusste es. Ist nicht schlimm. Lassen wir das gerade mal so. Okay, du weg. Du weg, dann heißt das du weg. Warum auch immer du jetzt gerade keinen Strom hast, das verstehe ich nicht. Du weg, hierhin. Hierhin. Dahin, so. Das heißt, ihr beiden ebenfalls weg. Eins, so, oder so, jetzt kann ich ja da nach dem Dings gucken. So. Das heißt, jetzt hätte ich hier das, was ich ja brauche.
Das heißt dann auch, die Kohle kann so runter. In Zukunft. Und Stahl kann rein theoretisch so runter. Dann haben wir 1, 2, 3. Dazwischen frei. Dann kommt der da runter. Das sieht aber irgendwie blöd aus. So unsymmetrisch, wenn ich das dazu mache. Auf der anderen Seite, es kommen ja noch genügend andere Ressourcen dazu, ne? Die ich ja auch noch von oben dann irgendwie rein schaffen muss. Gerade anfangs werde ich dafür Kohle brauchen. Also wenn wir da das Ganze so machen. Dann sind wir da auf einer Linie. Bitte mehr Fließbänder. Dann war das heute eine echt ultra produktive Folge. Ich glaub's ja gar nicht. Na gut, aber das sieht doch schon mal passend aus. Als hätte ich's gewollt, hä? Das erste Mal. Sehr schön. Produktionskette darüber dann verlagern und nach oben. Warum nicht? Ich meine, wenn ich hier schon Knicke baue, dann kann man da, keine Ahnung. Es gibt so viele Ressourcen, sucht euch was aus, was da läuft. Quarz, Sand, irgendwas anderes. Jetzt, Sattle. Ja, dann kommen wir da auch ein bisschen besser aus sogar, tatsächlich. Wo mache ich jetzt die Produktion hin? Das Feld da unten, weil ich nämlich brauche. Rein theoretisch müsste ich jetzt so rüber. Die weg. Hier hin. Dann das weg. Dann haben wir da. Weiß der Geier, was hinkommt. Da die Kohle, da den Stahl und hier das Eisen. Das ist super effizient und das Öl wird zugebaut. Das ist doch mal nice. Okay, Öl ist, denke ich, wirklich null Probleme. Da kommen wir gut überall ran. Die Förderbänder werden es nur kosten, ne? Das ist super. Und warum zum Lagerhaus gehen, wenn ich so ein Band klauen kann, gell? Es muss sich doch rentieren, dass ich das da jetzt hier so kompliziert aufgebaut habe. Wäre ja langweilig ansonsten. So, das heißt, wir machen die erste Produktionskette. Das wird nämlich jetzt das nächste sein, weil da oben ist ja der weitere Schmelzbereich und da unten will ich jetzt nicht hin. Na gut, wir werden jetzt noch ein Stück da rausgehen. Ein gutes Stück da rausgehen. Noch ein Stück. Ich würde sagen, bis dahin. Na komm, keine Experimente. Und holen jetzt mal nur das vor, was ich brauche. Weil Fließband sparen und so, ne? So. Das heißt, einmal hier. Und hier mache ich es einfach nur mal hin, damit ich sehe. Da könnte ich dann die langen nehmen, aber jetzt muss ich es dann trotzdem gerade mal machen. So, wenn ich zu faul bin, irgendwas anderes dazu machen. So, 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, das passt. Supi. Ich muss einmal hier rauf und dann nehmen wir dazu einfach die ganz langen, weil die kurzen, die ja, hier, das wär's schon. Das langt ja in 1000 kalten Winter nicht. Genau. Und ich muss bis dahin. Sehr schön. Und jetzt brauche ich wieder Fließbänder. Habe ich eigentlich Fabriken? Ich glaube es ja gar nicht. Dann würde ich sagen, mach mal einmal, zweimal gerade, falls ich
dreimal gerade, falls ich da nochmal einen Teiler irgendwie dazwischen brauche. Und fangen da an. Wenn wir einiges brauchen an Verteidigung. Das muss das nächste Mal unbedingt aufgebaut werden. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache einfach mal 5. Einfach mal so. Bitte Zahnräder. Das wird nämlich jetzt das Komplizierte daran. Also, wenn das jetzt dann irgendwie schief geht, dann... Das sollte vom Schmelzbereich weit genug weg sein. Und das Meer kann ich wegmachen, wenn es sein muss. Ich würde es löschen. Komplett. Ich habe da wirklich so ein Pyramidenbild drin. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Ich weiß und ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, wie das am Ende aussehen soll. Aber ich denke, es sieht gut aus. So. Hier geht es dann rauf. Hier sind wir an der oberen Kante. Hier mache ich jetzt mal sicherheitsweise einen Teiler hin. Dann bräuchte ich vielleicht noch einen Teiler. Und Strom. Jetzt muss man mal gucken, wie ich das mit dem Strom mache am besten. Oh, das geht gut aus. Das ist ungewollt. Schön. Dann braucht ihr nur noch einen Stromanschluss. Und dann kann ich nämlich die nächste Fabrik, die Sachen herstellt, hier hinbauen. Das wird dann wahrscheinlich Kupfertreter sein oder so. Also die einfachen Sachen kommen hier in diese Reihe hin und Kombination aus allen dahin und weitere Kombinationen weiter oben hin. Und wenn ihr da unten mal aufhören würdet... Hier, die haben mir schon einen Turm kaputt gemacht. Sag mal. Ihr seid aber auch echt aggressive kleine Kacker. Mann, 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 Mann. Nur weil jetzt die Menschheit hier mal auf eurem Planeten anlandet, heißt das noch lange nicht, dass ihr hier machen dürft, was ihr wollt, ne? Ah, vor allem ich, ne? So, das machen wir noch schnell. Die Türme hier wieder aufbauen. Machen wir da unten hin. Und dann, sobald wir die Rüstung haben, können wir da unten die Basis platt machen. Hoffe ich. Es wäre schön, wenn es klappen würde. Ja, gut, das ist auch kein Thema. So. Dann 13 da rein. 13 da rein. 13. Hier rein, weil 13 ist ja eine Glückszahl, das weiß ja jeder. 13 hier rein und zumindest diejenigen, die abergläubig sind. Gerade die, ne? Gerade die. Was natürlich schon mal schlau gewesen wäre, das mache ich gerade noch. Wobei es ist jetzt schwachsinnig, das zu machen. Ich wollte gerade die Forschungslabore aufbauen. Die werden auch nochmal rudimentär irgendwo hinkommen. Im eigentlichen Sinne. Vielleicht doch nicht so schwachsinnig. Wir bauen sie gerade mal da auf. Und wenn die Forschungspakete erstmal dahin gemacht, bis wir dann... Ich glaub's ja gar nicht. Echt jetzt? Ich muss sie so dämlich bauen? Oh. Dahin. Eins frei. Eins frei. Eins frei. Ich bin schon viel zu lange dabei. So, okay. Ihr habt natürlich keinen Strom. Das ist berechtigt, dass ihr euch beschwert. So. Mal rein. Mach mal rein. Mach mal rein. Und hier noch und dort noch. Okay, dann werden wir das nächste Mal die Forschung hoffentlich wieder anwerfen und dann mal so langsam aber sich die Produktion starten. Ich bin immer gespannt, ob das alles so hinhauen, wie ich möchte. Das gefällt mir eigentlich. Lass uns nochmal spiegeln hier rüber, um irgendwas Billiges. Irgendwas, was halt auch nochmal so eingeschmolzen werden muss wie Stahl. Weil der Rest wird ja irgendwie dann mit Mixed Metal Zeug da gemacht und oh, da wartet noch viel Spaß auf uns. Und dann hoffe ich, dass die Aliens mich noch ein bisschen in Ruhe lassen. Wäre schön. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.